Dima. Nima. Ich weiß noch, wie du vor, wann, 2017 hier warst? 2017, ja. Du bist genau mit mir gerollt, wo ich nicht mehr rollen konnte wegen meiner Verletzung und meiner Psyche. Du hast dort nur 3 Monate gerollt ungefähr und warst wirklich erschreckend gut schon für die Zeit, konntest Flow rollen etc. Dort hast du schon gesagt, dass du der Beste sein wirst. Ich habe gelacht, habe sie aber gegönnt. Und jetzt, ein paar Jahre später, ja, willst du mal kurz erklären? Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich der Beste bin, auf jeden Fall nicht im Jiu-Jitsu Perform, aber ich würde sagen, ich bin schon nicht schlecht im Verständnis von Jiu-Jitsu. Natürlich, ich bin auch nicht schlecht auf der Matte, aber mein Verständnis, würde ich sagen, ist ein bisschen besser. Und ja, ich wusste von Anfang an, dass ich das Maximalste herausholen wollte. Das habe ich probiert. Das war mein Ziel. Das war jugendlicher Leichtsinn. So ich bin gekommen und ich habe sofort gesagt, ich werde der Beste werden. Ein 24-Jähriger, der angefangen hat mit Jiu-Jitsu, der 2 Jahre trainiert hat und dann verletzt war für die nächsten 2 Jahre. Aber ja, ich habe immer probiert weiterzumachen und jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen bekannter. Man sieht, dass ich ein bisschen was von Jiu-Jitsu verstehe und ich will auch nicht mehr der Beste sein und sowas. Das war nochmal meine Jugendlichkeit damals. Aber ich will das Maximalste herausholen aus dem Kampfsport Jiu-Jitsu für uns, für die nächste Generation und natürlich auch für mich. Hast du sehr schön gesagt, aber sehr bescheiden auch gleichzeitig, muss ich sagen. Weil wir können ja mal ganz schnell sagen, wie es mit dir war. Du wolltest zuerst Competitor sein, du wolltest ADCC Trials gewinnen. Aber ernsthaft, Dima, ich fand, dass du nach den 2 Jahren besser warst. Verstehst du? Du warst trotzdem direkt besser. Obwohl du nicht gerollt bist. Ich war nicht gut davor. Das war nicht so schwer. Aber du wurdest trotzdem besser. Ja. Verstehst du? Ja. Okay, jetzt hast du auf einmal nach 2 Jahren wieder, du konntest wieder rollen. Zuerst warst du in New York mit Linus und dann bist du zu B-Team gegangen. Nein? Nein? Andersrum? Ich war erst B-Team. B-Team? Ach so, Gordon Ryan, ganz kurz. Ja. Wo ich kaputt war. Ich habe probiert, mit Krypto Geld zu machen, was nicht geklappt hat. Und dann habe ich halt mit Gordon ein bisschen geschrieben, weil damals waren die noch zusammen. Mhm. Und ich habe halt gefragt, wie viel 100 Privates kosten. Und er so 50.000. Und ich so, ich muss diese 50.000 zusammenkriegen, damit ich mit ihm Privates machen kann. Aber ja, das war damals mein Denkprozess. Ich bin am Ende zum B-Team gegangen. Mhm. Und es war für mich persönlich eine gute Entscheidung, weil man sieht es an den Resultaten. Aber ich würde nie sagen, dass es eine schlechte Entscheidung wäre, wäre ich auch zu New Wave gegangen. Ich bin einfach nur sehr glücklich, dass die richtigen Menschen bei B-Team sind, wir uns alle gut verstehen und ich bin denen für immer dankbar und werde immer bei B-Team bleiben, genauso wie ich in der BJJ Academy bleibe. Mhm. Jetzt zu der anderen Frage. Ja. Ja, genau, ich bin zum B-Team gegangen, nach ein paar Monaten, nachdem ich wieder trainieren konnte, immer noch mit einem kaputten Bein, für 3 Monate. Da habe ich auch Joseph kennengelernt und dann bin ich wiedergekommen. Und dann waren ein paar andere Verletzungen, man muss jetzt nicht über alle Verletzungen reden, aber immer wenn ich wollte ja competen, habe ich mich verletzt. Ja, es war ja absurd teilweise. Es war so absurd, dass man fast jeder mittlerweile dachte, dass da irgendeine Macht dich in diese Richtung lenken wollte. Weil es waren ja wirklich manchmal Verletzungen, die haben gar keinen Sinn gemacht. Ich bin einmal aufgestanden und dabei ist mein Bauchnabel gerissen und ich habe eine Hernie. Ja. Und das war, wo ich mich am besten gefühlt habe. Ja, da wollte ich sagen, okay, ich gehe zu Trials und da werde ich jetzt, ich werde genau, gut aussehen. Genau, wo du Trials competen wolltest, genau. Bist du beim Aufstehen, hast du dir deinen Bauchnabel gerissen und musstest operiert werden. Was weiß ich, das ist... Ich hab mit dem gerissenen Bauchnabel 3-mal am Tag trainiert im B-Team. Ich bin damit trotzdem das Was ich nicht nachmachen würde, nur mal so, um uns auch rechtlich abzusichern. Ich bin zum 2. Mal zum B-Team gefahren, im selben Jahr mit dem Bauchnabelriss, hab 3-mal am Tag trainiert. Wow. Ja, und jedenfalls, damit wir das alles abrunden, dann hatte ich ein paar weitere Verletzungen und ich wollte immer wieder competen und konnte nicht. Das heißt, ich habe nicht eine Competition seit 2019 gemacht. Und dann war ich in New York und ich habe nicht trainiert da, also vor New York, und da habe ich 2-3 Wochen wieder trainiert. Wo, in welchem Camp hast du, also in welcher Schule? In Vanguard bei Jason Rao, sehr cooler Typ, sehr gute Technik. Und jedenfalls wurde mir dann ein Match angeboten gegen einen guten Black Belt, der auch unter Dennerhardt trainiert hat und jetzt wieder unter Dennerhardt trainiert. Der ist wirklich gut und ich bin froh, dass ich das Match gegen ihn hatte. Aber auf jeden Fall, ich bin schon gegasst, bevor ich da reingegangen bin, wo ich Linus gecoacht habe. Aber ich so, nein, ich hab's noch in mir, ich hab's noch in mir. Mit einer kaputten Hand hatte ich damals, deswegen konnte ich nicht trainieren. Aber
ich habe halt 2-3 Wochen trainiert und ich dachte, ich kriege das schon hin. Bin da hingegangen, hatte meiner Meinung nach eine schlechte Performance. Nochmal, ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen würde, hätte ich ein gutes Trainingcamp und so. Das kann ich nicht entscheiden. Ich sage, er ist besser als ich, deswegen hat er auch gewonnen. Aber das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, Universum, ich vertraue dir, ich werde Coach, weil das ist das, was ich konnte. Das hat man gesehen mit dem, was ich mit Linus gemacht habe. Und nicht nur Linus, Misha auch, das können wir auch gleich mal erwähnen. Misha kennt man nicht, aber er ist mit Linus die zwei einzigen, die wirklich mit mir zusammen das Ganze gemacht haben. Beide sind sehr krass geworden. Und Joseph hat mich zur selben Zeit gefragt, so hey, willst du mich coachen für Trials, weil ich sehe, was du kannst. Und ich so, okay, alles kommt zusammen, das ist der Beginn. Und also, okay, Jackpot. Also auf Joseph und B-Team müssen wir auch eigentlich nochmal eingehen, ganz ehrlich. Weil es viel zu wichtig ist, auch wie du den Kontakt geknüpft hast. Mhm. Mit Misha nochmal, Misha und Linus. Misha war ähnlich wie ich. Als ich früher gekämpft habe, Robert wusste es, ich habe die ersten 2 Minuten immer 6-0 geführt. Und dann habe ich vor Aufregung Kondi verloren und habe verloren. Und Misha war genauso wie ich. Und dann hat er mit dir ein Jahr trainiert und dann gucke ich erstmal sein Grappling an. Es war absurd viel besser. Man kann es sehen. Ja, er hat auch MMA dann gekämpft. Hat auch sehr gut hingelegt. So, ja. Aber das Krasseste war einfach, wie er geswitcht ist von so wie ich früher in Kämpfen war, zu einem, der einfach nur fokussiert war auf dieses Turnier. Und er hat eigentlich alles gewonnen. Grappling Industries hat er gewonnen? Ja, so, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber auch wie er in der letzten Sekunde gegen diesen MMA-Profi, wo es um den letzten Punkt ging, ihn wirft, diese Coolness zu behalten. Er war einfach ein Wettbewerber geworden. Und Misha auch alleine zeigt, wie krass der auf einmal seine Emotionen im Wettkampf kontrollieren konnte. Und hat er selber, Zitat Misha, wegen Dima, hat er gesagt. Und die sind alle sehr nett. Im Jiu-Jitsu sind alle sehr nett. Geben sehr viel Credit an ihren Coach, aber im Endeffekt ist das wegen denen. So auch bei Denner, sie sagen immer, es ist Denner, aber es sind immer, wir spielen eine Rolle, aber ich glaube, nicht allzu groß. Ich glaube trotzdem, Misha ist ein absolutes Naturtalent, auch im Grappling und was weiß ich. Aber auch, was du generell machst, auch diesen psychologischen Aspekt, du nimmst einem ja trotzdem. Es ist ja trotzdem kein Zufall, dass so viele nach einem Training mit dir oder einem Trainingscamp so signifikant besser sind, auch im Resultat. Also das kann man ja nicht verneinen, aber es ist ja auch jetzt vollkommen egal. Das wollte ich nur sagen. Was auch interessant ist, also mit Gordon Ryan, das war dann zu teuer oder wie? Oder woran lag das? Ich habe auf jeden Fall nicht Geld gemacht mit Krypto und das einzige Geld, was ich hatte, habe ich komplett für B-Team ausgegeben. Das heißt, ich war pleite dann. Das war das Risiko der Risiko. Und jetzt kommt das nächste Krasse. Ja? Wie hast du die angeschrieben? Wo hast du gepennt? Wie hast du das organisiert? Und was hast du dir daraus erhofft? Oder hast du einfach nur weitermachen, ohne an die Zukunft zu denken? Weil es ist ja schon ein bisschen verrückt, wenn du dein letztes Geld verletzt, du kannst nichts mehr machen, verstehst du, dann in eigentlich das Beste oder einer der besten Grappling-Schulen überhaupt, da hinzugehen. Ja, also mein Ziel war simpel, so schnell, so gut zu werden wie möglich und dafür muss ich zu den Besten. Deswegen bin ich auch dann zu Rao danach. So, ich will einfach so viel Information wie möglich für mich sammeln, damit ich mein Trainingsprogramm verbessern und optimieren kann. Das war so mein Ziel dahinter. Und deswegen war es mir scheißegal. Ich gebe alles, was ich habe, um das zu erreichen. Habe alles riskiert, habe alles selber bezahlt, habe denen halt geschrieben, hey, kann ich vorbeikommen? Die haben gesagt, ja, ist kein Problem, kannst vorbeikommen. Und ich hatte auch einen Kumpel, Cameron Donnelly, den ich per Zufall kennengelernt habe bei einem Turnier, wo ich noch kaputt war. Und dann habe ich ihn gecoacht nach seinem ersten Kampf, nachdem er einen von uns gechoked hat, weil ich gesehen habe, dass er bei Denner trainiert hat. Und der so, wow, weißt du das? Ich so, ich sehe das. Und dann sind wir gute Kumpels geworden. Und der hat mir auch empfohlen, geh zu B-Team, geh nicht zu New Wave. Deswegen danke an Cam Donnelly. Nochmal, das Universum war nett zu mir. Und ja, das war's. Okay, und dann warst du bei B-Team. Ich kann mich noch erinnern, da hast du, ich glaube, wir haben einen Videocall gemacht, da hast du gesagt, da ist einer, der ist 17 und der wird der Beste der Welt. Ich kann mich ganz genau erinnern, und das war Joseph Chen. Das war Joseph Chen, ja. Und da hat er noch blonde, kurze Haare, so. Und du hast mir sogar ein paar Videos, glaube ich, gezeigt. Und du hast gesagt, ich schwöre, das wird der beste Grappler der Welt. Ja. Und da war er noch ein absoluter No-Name. Ja. Also du warst und jetzt weiß man ja, wie es weiterging. Du bist sein Coach. Er ist wirklich jetzt einer der bekanntesten Grappler. Er ist meiner Meinung nach
Hat er das schönste Jiu-Jitsu überhaupt von allen? Wir haben ihn ja auch hier oft live gesehen in der BJJ Academy Berlin. Du hast ihn ja oft hierher geholt. Wir trainieren ja mit ihm. Es ist absurd, wie gut er ist. Du hast angefangen im B-Team, konntest du überhaupt rollen? Und wie hast du die Kontakte geknüpft? Und wie lange warst du da beim ersten Mal? Beim ersten Mal war ich 3 Monate da und ich habe die Kontakte halt einfach geknüpft, weil ich habe die Leute gemocht, die haben mich gemocht. So, das war's. Aber jetzt nichts Besonderes. Mit Joseph hatte ich sofort eine Connection, weil wir halt beide Nerds sind, wenn es um Jiu-Jitsu geht. Und ich habe ihn kennengelernt, wo ihn noch niemand kannte. Wir sind sofort Freunde geworden, wir haben miteinander gerollt, haben uns ausgetauscht und danach ist er ein bisschen explodiert. Deswegen, ich habe ihn mehr oder weniger als erstes im B-Team willkommen geheißen. Ja. Und, Erzähl mal die Geschichte mit den Taps. Ja, wir haben einfach gechillt, weil wir waren ja die Einzigen, die sehr viel trainiert haben am Tag. Und an diesem Punkt wurde ich so oft krank, weil ich zu viel trainiert habe. Deswegen am Ende bin ich nur noch einmal gekommen pro Tag. Aber auch da habe ich probiert, 2 Einheiten mitzunehmen. Und in der Pause zwischen den 2 Einheiten saßen wir halt einfach da. Und da haben wir halt gechillt, da hat er seinen Laptop aufgemacht und da waren 20 Tabs voll mit Jiu-Jitsu. Und ich so, oh, wie cool. Ich zeige ihm meinen Laptop, genau dasselbe. Und dann haben wir zusammen halt die Tabs des anderen zu Ende geguckt und halt darüber philosophiert, was wir im Jiu-Jitsu besser machen können. Ich weiß ja, danach hast du ihn ja nach Berlin geholt. Da hat er wie ein paar Monate bei dir, hat er bei dir gepennt in einem Zimmer? Ja, also waren wir nur Freunde, die Jiu-Jitsu mochten. Ja. Also wir haben halt einfach zusammen trainiert, zusammen gechillt. Die Coach-Athlete-Relationship ist erst ein paar Jahre später entstanden oder anderthalb Jahre später bei Jason Rao, das, was ich davor erzählt habe. Nice. Davor waren wir einfach befreundet und erst ab da hat unser Zusammenarbeiten so angefangen. Also im B-Team hast du mit Joseph, aber du hast auch mit den anderen schon so Kontakte geknüpft, du kanntest sie schon ein bisschen. Mehr oder weniger, nicht mehr. Mehr oder weniger, okay. Dann bist du zurück, hast aber mit, ich weiß ja noch ganz genau, du hast gesagt, Joseph Chan wird der Beste der Welt, du hast es sofort erkannt. Hast Kontakt mit ihm auch aus einer Freundschaft gehalten, weil ihr auch beide einfach die gleiche Passion hattet, auch in dem Maße, ist ja selten, ganz ehrlich. So. Dann warst du wieder in Berlin und dann bist du mit Linus nach New York zu Rao gegangen, ja? Berlin, B-Team, Rao. Okay. Dann hat doch Joseph bei dir auch eine Zeit gewohnt in Berlin. Mhm. So war das, genau, da hat er mit uns hier trainiert. War da irgendwas Signifikantes oder war das eher so freundschaftlich zu der Zeit? Da war er noch 17 zu der Zeit? 18 aber. Gerade nee, 18 oder? Nee, da hat er Trials gehabt das erste Mal in Europa und da ist er im Viertelfinale gegen Chuchensky rausgeflogen. Okay. Aber nichts. Ich habe nicht mit ihm zusammengearbeitet da. Deswegen, ja. Er hat auch einen ganz anderen Gameplan dort gehabt. Nichts, was ich da erwähnen könnte. Wir haben erst angefangen in New York und ab da hat es so. Okay, dann war das noch so freundschaftlich, Passion, hier gegrappelt, Erfahrungen machen. Dann war er wieder in den USA, glaube ich. Und du hast dann entschieden, mit Linus und Joseph nach New York zu Rao zu gehen. Weil so war das, oder? Mhm. Genau. Und dann warst du wie lange mit? 4-5 Wochen, glaube ich. 4-5 Wochen. Oder ach, irgend sowas, 1-2 Monate, glaube ich. Und dann hast du ja auch mit Rao eine ziemlich gute Beziehung aufgebaut, weil du auch sehr viel von ihm hältst. Hast du ja immer gesagt, dass du seine Technik extrem gut findest und auch sagen würdest, würde der anders competen, würde der alles rasieren. So. Ich weiß ja noch, das hast du ja gesagt. Willst du mal erzählen, wie das dann war, so auch für Linus und Joseph? Und wie hat das dann langsam angefangen? Da war ja dann das mit deiner Verletzung und dann hast du gemerkt, ich muss coachen. Oder? Ja, genau. Also nach dem Kampf mit Levi, was ich schon erwähnt habe, war klar, dass ich coachen werde. Und da hat es halt angefangen mit Joseph und Linus zusammen. Linus hatte nicht die besten Trials da. Seine Trials war ein Jahr später, es war wesentlich besser, war sehr, sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Aber da habe ich angefangen, Joseph sein Training umzustrukturieren, weil wir spezifische Strategien gegen spezifische Gegner hatten. Und er hatte ein paar Schwächen, die wir rausnehmen mussten. Die waren nicht technisch, die waren eher strategisch. Und technisch hatte er nur eine Schwäche, nämlich, dass er nicht engagen konnte, ohne entangled zu werden. Deswegen, das war das einzige technikmäßig, was wir uns angeguckt haben. Und dann hat er das umgesetzt, hat Trials gewonnen. Und ja, Rao hat einfach eine gute Technik. Mit Rao habe ich auch ein bisschen zusammengearbeitet für seine Trials.
Und auch dasselbe, bei ihm konnte ich nicht so viel machen, weil wir nur ein paar Tage hatten. Das war mehr, wie er sich aufwärmen sollte, welche Strategie er fahren sollte. War auch sehr erfolgreich damit, aber du brauchst halt schon ordentliche Camps, du brauchst neue Technik, neue Skills, die du hinzufügst, wenn du auch erfolgreich im Competen werden willst. So wie auch mit Misha. So, ich habe jetzt nicht zu ihm gesagt, du bist der Krasseste oder so. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ihn ein Skillset developen lassen, also ihm die richtigen Techniken gezeigt für das richtige Umfeld. Und ja, dann wirst du einfach viel sicherer, weil du weißt, du hast genau das, was du brauchst, um da rauszugehen. Und das Zweite ist, wenn du confident sein willst, ist, dass alle um dich rum und auch du, euch muss klar sein, dass es egal ist, ob ihr gewinnt oder verliert. Wenn das egal ist, kannst du dich wirklich entfalten. Wenn das nicht egal ist, wirst du dich restrain, weil du Angst hast, was wird mein Coach sagen, wenn ich das verkacke? Was wird meine Familie sagen? Wie werde ich über mich denken? Wenn du diese zwei Dinge verändern kannst, denke ich, kannst du gut performen. Als Erstes, du hast ja vorher schon angefangen zu coachen, aber da hast du es dann wirklich selber komplett fokussiert, weil davor waren ja schon Resultate da, ne? Ja. Gerade deutschlandweit, ja. Mit Micha und Linus. Ja. Wir reden ja jetzt über Weltniveau, das ist ja schon absurd, so einen Maßstab zu haben. Vorher haben ja schon Linus und Micha signifikante Erfolge in Deutschland so erzielt, so, ja? Mhm. Okay, und dann hast du, Joseph hat dich gefragt, ob du ihn coacht in New York. Dann kam, ich weiß noch, Jason Rowe hat ja hier dir auch geschrieben, als wir hier in Berlin waren, hat er dir, das hast du mir ja gezeigt, ob du ihn coachen kannst. Mhm. Und das Problem war, du konntest ihn nur digital coachen. Es war ja nicht mal mehr vor Ort, so wie man das kennt. Es war wirklich, du hast ihm Gameplan oder wie war das? Du hast ihm wirklich was über Handy nur geschrieben. Und ich fand trotzdem, dass er besser gekämpft hat. Naja. Oder? Naja, das, wo ich ihm geschrieben habe, das war für Polaris, das war nicht gut. Und dann habe ich mir gesagt, beim nächsten Mal, hör zu, ich komme zu dir. Und dann hat er mich dahin geflogen oder hat mir Hotel bezahlt, glaube ich. Und ja, dann bin ich dahin geflogen, gesponsert von BJJ Academy. Und da konnte ich ihm vor Ort helfen. Das war schon eine signifikante Verbesserung zu seinen anderen Turnieren. Ich glaube, er sah am besten aus, meiner Meinung nach, und der Meinung vieler anderen. Aber es reicht nicht, wenn ich nur ein bisschen da bin. Ich gucke dein Skillset an und wir müssen es verändern. Mit den Systemen, die ich erfunden oder zusammengestellt habe und mit denen, die man braucht. Und wenn man das nicht machen kann, dann ist man limitiert bei der Performance und auch bei Skill Development. Jason Rowe ist halt so gut, er ist schon so weit, dass es schwer ist, ihm auch neue Sachen beizubringen, weil er ist schon so, so gut. Und ich glaube, wenn ich öfter da wäre, könnten wir zusammen auf jeden Fall besonders an seiner Performance arbeiten. Aber seine Technik ist halt so unglaublich gut schon, dass es ist auch schwer, als so jemand wie er dann neue Techniken von einer komplett anderen Ebene zu lernen. Aber er kann es, ist halt einfach nur, wir sind nicht so oft zusammen beieinander. Und ja, ich denke, er hätte einer der Besten werden können. Vielleicht kann er es noch, einfach alleine aufgrund seiner Technik. Mhm. Aber schon absurd, oder? Dass einerseits, wie cool ist Jason Rowe, einer der Besten auf der Welt, zu fragen, ob jemand ihn coachen kann. Also sprich auch für seinen Charakter. Und zweitens, dass jemand dich in so kurzer Zeit fragt. Verstehst du? Auch wenn es auch nur über Handy ist. So. Ja. Okay, Joseph Chen hat Trials gewonnen. Mhm. Ja. Und danach ist es ja explodiert. Mhm. Danach ist es ja explodiert, weil dann haben wir auch Historie geschrieben. In Deutschland gab es das, oder? Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben durch dich das erste ADCC Trials Camp gehabt, wo viele wirklich Europas beste Kämpfer in die BJJ Academy gekommen sind und wirklich für eine Woche oder wie lange ging das? 2 Wochen. Du meinst, dass genau, nachdem er Trials gewonnen hat für die nächsten Trials? Genau, genau, für die nächsten Trials und manche schon für die Worlds, wie Owen Jones. Darüber müsste man eigentlich auch eine ganze Podcast-Reihe über Owen Jones. Wir haben noch 10, 15 Minuten, ja. Also lass uns, ich will noch ein bisschen trainieren. Ja, ja, okay.